Annalena von Heldorf lebt und arbeitet als selbstständige Gestalterin in Leipzig und in München. Stimmt, ne? Genau. Ihr Studium hat sie abgeschlossen 2004 an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig in der Klasse Systemdesign bei Professor Rüdi Bauer. Seit 2004 ist sie an verschiedenen deutschen Kunsthochschulen in der Lehre tätig, so zum Beispiel als Vertretungsprofessorin von 2012 bis 2014 an der Hochschule für Künste Bremen. 2006 gründete sie die Bürogemeinschaft Büro Total und Kollegen in Leipzig und 2014 den KV, den Verein für zeitgenössische Kunst, Leipzig e.V. im Team mit Künstlerin, Kuratorin und Kunsthistorikerin. Außerdem ist sie seit 2015 Mitglied der AGI, der Allianz Graphique Internationale. Okay. Gut, dann übergebe ich jetzt an Annalena und sie wird alles Weitere euch erzählen. Tag. Es wurde gerade gesagt, ich lebe in Leipzig und in München. Was ihr gerade gesehen habt, war meine neueste Recherche zum Zusammenhang von Bild und Text. Oktoberfest, München. Eine spektakuläre visuelle Welt und Kultur. Aber darüber wollen wir heute nicht sprechen. Ich möchte heute mit euch darüber sprechen, was ihr seht, was ihr darüber denkt und was ihr damit macht. Und das ist im Prinzip auch immer die Ausgangslage meiner Arbeit, die auch immer eine Zusammenarbeit ist mit Leuten, mit Text und mit Bild. Und ich stelle euch jetzt verschiedene Projekte vor aus den letzten Jahren. Die Beziehung von Text und Bild möchte ich mit einer Nachricht beginnen oder vielmehr einer Geschichte, die von einer Figur erzählt und von eben diesem Zusammenhang von Bild und Text. Und da taten die Psychiater Wunder wie noch was, wenn sie Moosbrugger das gemalte Bild eines Eichhörnchens zeigten. Und er darauf antwortete, das ist halt ein Fuchs. Oder vielleicht ist es auch ein Hase. Es kann auch eine Katze sein. Oder so. Sie fragten ihn dann jedes Mal recht schnell, wie viel ist 14 mehr 14? Und er antwortete ihnen, so ungefähr 28 bis 40. Dieses ungefähr bereitete ihnen Schwierigkeiten, über die Moosbrugger schmunzelte. Denn es ist ganz einfach. Er weiß auch, dass man bei 28 angelangt, wenn man von der 14 um 14 weitergeht. Aber wer sagt denn, dass man dort stehen bleiben muss? Und wenn ein Eichkatzerl keine Katze ist und kein Fuchs und statt eines Horns Zähne hat, wie der Hase, also wenn ein Eichkatzerl keine Katze ist und kein Fuchs und statt eines Horns Zähne hat, wie der Hase, den der Fuchs frisst, so braucht man die Sache nicht so genau nehmen. Aber sie ist auf irgendeine Weise aus alledem zusammengesetzt und läuft über die Bäume nach seiner Erfahrung und Überzeugung konnte man kein Ding für sich herausgreifen, weil eins am anderen hing. Und dieser Erfahrung von Moosbrugger, einer Figur in Der Mann ohne Eigenschaften, möchte ich mich auf jeden Fall anschließen. Eins hängt am anderen, es besteht irgendwie immer ein Zusammenhang.
Der Zusammenhang hier, ganz konkret iPhone, der Zusammenhang von Text und Bild, die Möglichkeit, anstatt eines Wortes ein Bild zu benutzen, hätte ich am Anfang den Baum und das Einhorn gezeigt, hätte man einen Baum und ein Einhorn gesehen, jetzt könnte man vielleicht verstehen, dass ich ein Eichhörnchen meinte, auch wenn der Baum natürlich keine Eiche ist, weil das Telefon ein amerikanisches System hat und vermutlich Eichen in Amerika jetzt nicht so zum Vorzeigeobjekt gehören. Aber ich komme zurück zur Frage, was siehst du, was denkst du darüber, was machst du damit und der unendlich weiter. Diese Fragen wurden im Format A1 im Siebdruck gedruckt und sie waren im Zusammenhang der Posterbiennale 24 oder 24 Posters eine Antwort auf das gestellte Thema, was mich angeht, what is of concern to me, oder was mich betrifft. Das Plakat wurde im Kontext von 24 weiteren Positionen in einer Turnhalle im Rahmen des Designer Open Festivals in Leipzig 2015 gezeigt. Und das Interessante, mehrere Zusammenhänge, es wurde dann in weiteren Kontexten gezeigt, und zwar links im Grassi-Museum für angewandte Kunst und rechts in der Galerie B2 in Leipzig zur 10-jährigen Jubiläumsausstellung. Es befragt gewissermaßen seinen Kontext und bezieht sich auf die Umgebung. Und somit bestimmt der Kontext die Aussage mit. Ich mache jetzt einen Sprung. Wir sind hier an einer Schule für Gestaltung. Ich stelle euch jetzt ganz kurz etwas von meinem Diplom vor. Das liegt auch hier. Ich werde es später im Foyer hinterlegen. So ein großer Druckbogen. Weil ich mich, das war 2004, habe ich eine Gebrauchsanweisung für die Zusammenarbeit mit den Gestaltern oder dem Gestalter oder über Zusammenarbeit in Gestaltung gemacht. Es gibt immer etwas, was der Unwissende weiß und was als Terminus eines Vergleichs dienen kann, indem es möglich ist, eine neu zu erkennende Sache in Beziehung zu setzen, schreibt Rancière in der Unwissende Lehrmeister, von dem übrigens auch das vorherige Zitat stammt. Im Zuge meiner Diplomarbeit mit dem Titel Gebrauchsanweisung für Zusammenarbeit fand ich diesen Terminus des Vergleichs, um Zusammenarbeit darzustellen, in dem Modell der kommunizierenden Röhren und dem entsprechenden Vokabular physischer Vorgänge. Kommunizierende Röhren sind laut Definition untereinander verbundene, oben offene Gefäße. Diese untereinander verbundenen, oben offenen Gefäße tauschen Flüssigkeit aus, bis sie die Übereinstimmung eines gemeinsamen Niveaus aufweisen. Es stellt sich nur dann in allen Gefäßen das gleiche Niveau ein, wenn die Bodenfläche bzw. die Basis konstant und von Anfang an verbunden ist. Eine perfekte Beschreibung von Zusammenarbeit. Das Modell veranschaulicht also, dass die gemeinsame Auseinandersetzung und Verbindung von Anfang an wesentlich ist für ein gleichmäßig steigendes Niveau und ein erfülltes Resultat. Gestaltung beginnt, wenn sich etwas verändert. Jede Veränderung nimmt an einem bestimmten Punkt Gestalt an. Die Voraussetzungen, unter denen sich ein Prozess verändert, sind folglich dieselben Voraussetzungen, unter denen sich Gestaltung entwickelt. Ihr seht links mein selber gebautes, oder sozusagen, ich habe es nicht selber gebaut, aber ich habe es mir von einem Glasbläser herstellen lassen, mein Modell der kommunizierenden Röhren, mit dem ich tatsächlich auch sehr viele praktische Erfahrungen gemacht habe, um das Theoretische sozusagen zu belegen. Gestalten bedeutet also, die Wechselwirkung der zu vermittelnden Substanzen in Eigenschaft und Wirkung zu beobachten und einzuschätzen und die Veränderung während des Prozesses zu erkennen. Es gibt stets eine Gruppe von Lösungen, von denen unter bestimmten Bedingungen eine die beste ist. So war das vorliegende Resultat, nämlich diese Gebrauchsanweisung, damals die beste Lösung. Heute würde ich es vermutlich anders machen, aber ich bin grundsätzlich immer noch von dem Anliegen oder der grundsätzlichen Überlegung zu Gestaltung als Zusammenarbeit, als Praxis der Zusammenarbeit total überzeugt. Inzwischen hat sich eben viel verändert, aber die Anliegen und Denkweise über Zusammenarbeit eben keineswegs. Von Konzept der Zusammenarbeit zur Praxis. Verschiedene Formate oder Gefäße bringen verschiedene Formen und Rollen in die Zusammenarbeit. Hier seht ihr im Buch Katharina Immekus, ich glaube von 2010, erschienen im Lubok Verlag.
Das Buch als Format besitzt eindeutige Eigenschaften als Objekt und als Raum, die sich aus und mit Erfahrung innerhalb einer Zusammenarbeit nuancieren und verändern lassen. Am Anfang dieses Buches war der Raum, eine Ausstellung im Jahr 2007, welche das komplette Werk, also tatsächlich jede Zeichnung, jeden Druck, jede Malerei der Künstlerin in Petersburger Hängung zeigte. Das Buch mit dem gleichnamigen Titel übersetzt das Prinzip der Ausstellung im wahrsten Sinne des Wortes in den Buchraum und führt diese Setzung in der Logik des Buches linear fort. Es vollzieht die Ausstellung im Buchraum nach. Der einzige Unterschied: während in der Ausstellung die Titel der Bilder durch Nummerierung auf einen Index verwiesen, der dann als Handzettel zur Verfügung stand, sind es im Buchraum die Titel, die die Bilder im Rahmen der Seite halten. Die Titel schieben sich zwischen die Bilder und werden gleichzeitig zum strukturierenden Element. Das komplette Werk ist im Buch im Verhältnis 1 zu 100 abgebildet. Dabei liegt der Fokus vor allem auf der Konstellation der Bilder und weniger auf der Erscheinung des einzelnen Bildes. Es geht also um Konstellationen. Bilder wiederholen sich aus genau diesem Grund. Man sieht links das Porträt des jungen Mannes, hat links ein Haus und es wird auf der nächsten Doppelseite wiederholt, damit man auch sieht, dass auch rechts ein Haus ist. Das Buch beginnt mit einem Index des gesamten Inhalts. In der Mitte sind 16 Seiten Originaldruckgrafiken eingebunden, hier im Index als weiße Seiten zu erkennen, weil es dafür logischerweise keine Reproduktion gab. Die erste Hälfte des Buches, als Katalog betitelt, vollzieht alle stattgefundenen Ausstellungskonstellationen nach, die sie bis dahin tatsächlich in Realität hatte, und führt die Nummerierung aus der ersten gezeigten Ausstellung chronologisch weiter. Soweit ich mich entsinne, ging das dann von 1 bis 272. In der zweiten Hälfte des Buches, Ausstellungen genannt, zeigen sich neue Konstellationen aus dem Katalog des vorhandenen vorgestellten Repertoires. Das heißt, wir haben auf das, was wir vorher ausgelegt haben, wo auch schon Wiederholungen waren, in den zweiten Teil genommen und gemeinsam kleine Ausstellungen kuratiert im Buchraum. Hier sind jedoch nur noch die Titel zu geben. Sie geben möglicherweise Rückschluss auf inhaltliche Zusammenhänge. Fiktive Ausstellungen zum Beispiel nur mit Tieren. Der zweite Teil, Ausstellungen, führt das Prinzip von möglichen Konstellationen fort. Man könnte sagen, wir haben hier verschiedene Ausstellungen gemeinsam kuratiert. Und drucktechnisch war hier auch nochmal durch das Schwarz-Weiß und die Farbe konnten wir das Buch sozusagen wesentlich größer im Umfang machen als vorher geplant. Und da alle Bilder vorher einmal mindestens schon mal abgebildet waren, war es dann hier möglich, die Malerei auch schwarz-weiß zu zeigen. Und wir konnten uns leisten, einzelne Favoriten größer auf den Seiten zu zeigen. Der Index zu Beginn des Buches ist also einerseits Dokumentation und Übersicht der bisher stattgefundenen Ausstellungen, 1:1 übertragen, die Hängungen, und gleichzeitig fiktiver, spekulativer Möglichkeitsraum für weitere Ausstellungen und Konstellationen. Ich möchte euch ein zweites Buch vorstellen. Das erste konnte ich leider nicht mitnehmen, weil ich davon kein Exemplar in München hatte. Aber das zweite Buch, Some Deaths, in Zusammenarbeit mit der Künstlerin Inka Meissner, habe ich mit dabei und werde es ebenso im Foyer hinterlegen. Some Deaths ist eine Sammlung jeweils letzter Buchseiten aus 67 Romanen der vergangenen 200 Jahre, auf denen mehr oder weniger buchstäblich das Ende eines fiktiven Lebens erzählt wird. Tod der Figur und Ende des Buches fallen zusammen. Ausgangspunkt oder Voraussetzung dieser Zusammenarbeit war eine Arbeit von Inka Meissner, die diese letzten Seiten, auf denen der Tod eine Rolle spielt, eingescannt hat, als Bilder. Es sind Bilder von Buchkörpern, die die materielle Beschaffenheit ihrer letzten Seite manchmal verraten, durch sozusagen die Artefakte drumherum. Gerade hier sieht man, es ist zwar offensichtlich das Ende einer Geschichte, aber es ist noch nicht das Ende eines Buches.
Wohingegen bei diesem Buch eindeutig jeder sofort das Gefühl hat, jeder kennt es, wenn ein Buch zu Ende ist und man den dicken Packen in der linken Hand hat und es ist die letzte Seite da und dann kommt der Tod und dann ist das Ende und dann ist Schluss. Und das sieht man hier eingeschrieben in diesem Buchkörper. Es gab also eine Sammlung, die am Anfang wesentlich größer war als diese 67 Stück, mit der wir ein Buch machen wollten. Aber die Frage ist immer, wie kommt ein Buch ins Buch oder wie kommen Bücher in ein Buch? Und was ist das Kriterium? Was sind die Übersetzungsparameter? Was ist die Konstellation, in der man das, worum es einem eigentlich geht, nicht verliert? Die ausgesprochen starke Materialität von auch der Einscannungsqualität, es gab dann teilweise schlechte Scanner aus unterschiedlichen Bibliotheken, bessere Scanner, trat, sobald man die Sammlung hintereinander gelegt hat oder zueinander gestellt hat, wurde die Materialität extrem augenscheinlich und der Text, also der Inhalt, trat extrem zurück. Ein Vorteil war natürlich, was sozusagen die Bücher und das zu entstehende Buch gemeinsam hatten, es gab bereits linke und es gab bereits rechte Seiten. Somit war das ein festgelegtes Parameter, wo man gesagt hat, ist klar. Also eine ursprünglich linke Seite muss links sein, eine ursprünglich rechte Seite muss rechts sein. Aber ursprünglich oder eigentlich sollte es ja vor allem um den Text gehen und um die Idee, dass es die letzte Seite ist. Wie kann man also diese letzte Seite darstellen? Die verschiedenen Formate der Bücher und die Typografien und eben auch diese Tatsache, dass nicht unbedingt die letzte Seite auch einer Geschichte, unbedingt die letzte Seite eines Buches einnimmt, hat uns eigentlich dazu gebracht, nach sehr langer Zeit, sehr vielen Versuchen, wir haben die Bilder alle komplett auf Schwarz-Weiß gestellt, Kontrast hochgezogen, war eigentlich irgendwann klar, genau das ist das Problem, dass diese Bücher Bilder sind und kein Text mehr. Wir müssen also eigentlich den Schritt gehen, dass wir die Bilder auflösen und den Text wieder zu einer Textur machen und dabei aber die Eigenschaften der Buchseite mitführen, inhaltlich wie formal, extrem wesentlich die Paginierung. Also man sieht jetzt hier, dass links die Seite 2, das heißt, es ist am Anfang unseres Buches und rechts ist die Originalpaginierung des Originals. Weiterhin ging es darum, was sind die Gemeinsamkeiten und die Möglichkeiten, um diese verschiedenen Quellen in einen Zusammenhang zu bringen. Erster Schritt war, alle Texte beginnen auf der gleichen Zeile. Somit schaffe ich es, in unserem neuen Buch tatsächlich ein gesamter Text entsteht. Zudem fiel sofort auf, dass das Transkribieren der Texte und als sie aus ihrem ursprünglichen Satzbild, was meistens in der Literatur Blocksatz ist, wenn man sie im Originalzeilenfall überträgt, auf einmal, man kann fast gar nicht sagen, linksbündiger Satz, sondern Rausatz entsteht und auch sehr erstaunlich, dass man, wie hier, denkt, man erfährt fast etwas über die Satzart oder wie gesetzt wurde und wie präzise der Blocksatz gemacht wurde, weil hier der Vergleich rechts ist ja tatsächlich eher flatterhaft als dem Ursprung entsprechend. Und ein weiteres Kriterium war, den Abstand zum Bund als Eigenschaft zu übernehmen. Auch das verliert sich natürlich in diesem Fall, weil eben vorher natürlich der Blocksatz an den Bund ranging. Aber trotzdem war es sozusagen als ein Prinzip, auch wenn es am Schluss nicht mehr immer sichtbar ist, ist es immer wichtig, dass man ein paar Schrauben sehr präzise dreht. Die durchlaufende Paginierung auf der jeweils vakanten Seite gegenüber führt die Texte zu einer neuen Geschichte zusammen. Und ich glaube, die wichtigste typografische Entscheidung war, die Schriftgröße für alle Texte festzulegen. Eine Schriftgröße. Die Schriftgröße ist an der Länge des längsten Textes bemessen. Und dann sind die Texte nach optischer Länge sortiert. Das Buch beginnt mit dem kürzesten Textende und endet mit dem längsten Text, dessen Zeilen dann bis an das Ende des Satzspiegels gehen, sodass der Eindruck entsteht, die Geschichte könnte immer weitergehen. Als nächstes komme ich vom Buch zum Raum, beziehungsweise man könnte sagen zur Ausstellungskommunikation. Die Bedingungen oder die Voraussetzungen hier für die Gestaltung war das Völkerkundemuseum in Leipzig, hat eine neue Direktorin gekriegt, hat ein neues Format entwickelt, Grassi in Weiz,
Und die erste Kooperation war mit der Hochschule für Grafik und Buchkunst, einer großen Gruppe an Künstlern. Das heißt, man hat lauter Individuen, die Künstler, die auf eine vorhandene Sammlung, die ethnografische Sammlung, ethnologische Sammlung treffen. Das heißt, die Frage, oder es war relativ schnell klar, dass man dort ein eigenes visuelles Konzept entwickeln muss, um dieses Zusammentreffen zu kommunizieren. Der Titel war bereits bestimmt, er hieß Fremd. Die Bedeutung eines Begriffs hängt auch von seinem Kontext ab. Was ist fremd? Fremd ist what we want. What we want ist fremd. Ist fremd what we want? What is fremd we want? Der Titel bezog sich nicht nur auf das fremde Material in der Ausstellung. Um die Ambivalenz des Begriffs zu schärfen und einer Behauptung zu entgehen, schlug ich die verschiedenen Konstellationen des Titels vor. Durch die Setzung eines Kommas wird der Ausstellungstitel zum Teil eines Satzes. Die zugehörigen Fakten stehen im Kontext dieses Satzes. Die Zusammensetzung des Titels mit Begriffen in Englisch formuliert die Frage nach Original- und Fremdsprache. Fremd ist hier und bedient zugleich den Anspruch des Museums auf Internationalität. Die Zusammensetzung formuliert die Ambivalenz der Herkunft und des Ursprungs der Sammlung, fremd in foreign material. Sie zeigt die Sehnsucht nach dem Exotischen, Fernen und Fremden in Bezug auf die Angst vor dem Fremden, dem Anderen, dem Alien. Fremd in vertrauter Umgebung. Und sie ergänzt die relevanten Fakten. Fremd, a corporation. Fremd, open, Dienstag bis Sonntag. Das Resultat ist eine Sequenz aus sprachlichen Versatzstücken, die in verschiedenen Zusammensetzungen unterschiedlich lesbar sind. Fremd in foreign material, in vertrauter Umgebung, a corporation open Dienstag bis Sonntag. Für mein eigenes Verständnis der Komplexität und verschiedenen Aspekte der ethnografischen Sammlung, deren Ausgestelltheit durchaus fragwürdig ist, begann ich mich in der Ausstellung umzuschauen und dokumentierte das Sichtbare. Die eigentliche Erscheinung der Exponate und ihre sie umgebenden Displays. Ich bewunderte Konstruktion und Imitation des natürlichen Umfelds, Originale in eben diesem Umfeld und sogenannte Artefakte des Alltags, die einen Anspruch auf Echtheit zur Schau stellen. Dann begegnete ich der 1:1-Reproduktion eines menschlichen Exempels. Ein Paar von den Andaman Islands. Das Klischee, exotisch und archaisch. Die Frau sitzend, eine Frucht des Meeres in der Hand, der Mann stehend, natürlich mit einer Waffe in einer Hand. Und es findet sich kein Anzeichen, wer die beiden sind oder wer sie waren. Neben dem Andaman-Pärchen trifft man auf andere anonyme Originale und Individuen, umgeben von prototypischen Gesichtern, Köpfen ohne Körper, und Porträts anderer Fremdlinge. Es zeigten sich weitere interessante Aspekte oder vielmehr Eigenschaften des Displays. Hände, die Objekte oder Werkzeuge halten, Werkzeuge in prototypische Hände gelegt, die nicht halten können. Physische Unmöglichkeiten wie ein verdrehter Daumen, wenn ich also die Darstellung für wahrheitsgetreu nehme, müsste ich davon ausgehen, dass in einer bestimmten Kultur bestimmte Menschen Däumchen drehen, um zu arbeiten. Und Hilfskonstruktionen zum Stehen benötigen. Nach einer ausführlichen Bestandsaufnahme von dem, was zu sehen ist, sortierte ich die Bilder nach verschiedenen Eigenschaften ihrer Erscheinung. Es entstand gewissermaßen eine visuelle Grammatik. Eine Grammatik, die die Sprache der Darstellung der Sammlung reflektiert und strukturiert. Ich entnahm den Bildern die Eigenschaft der Farbe, um die Aussage des Motivs zu schärfen. Und überführte die Farbinformation der Bilder in einen schematischen Farbcode, gleich einem Kommentar oder einer Bildunterschrift. Die Konstellation von Bild und Text variierte in den verschiedenen Anwendungen und Drucksachen, hier im Foyer bzw. im Eingang der Ausstellung. Das A1-Poster zeigt eine Komposition der verschiedenen Perspektiven und Eigenschaften aus der Sammlung in Schwarz-Weiß, bis auf 4 Bilder. Die nun die Eigenschaft Farbe explizit sichtbar machen. Und es wirkt fast unecht oder man hat fast den Eindruck, als wären die Bilder im Nachhinein eingefärbt. Und als wären es gar keine Originale, was sie ja im Grunde auch nicht sind. Ein zweites A1-Poster erschien als Variation in demselben Format.
Es zeigt eine Sprachfassung als Äquivalent zur Bildgeschichte. Die Farbcodes bleiben stehen. Somit, wenn die Plakate nebeneinander hängen, war auch die Gültigkeit oder die Frage, was ist jetzt gültiger, das Bild oder der Text, gewissermaßen aufgehoben. Das A0-Poster rahmt die Zusammenstellung der Motive und kombiniert die Sprache mit den Bildern, den Inhalt mit dem Kontext. Und es wurde selbst zum Teil an den Kontext im Stadtraum, hier in Leipzig, links neben der Thomaskirche und vor dem Rathaus. Fremd and foreign material in vertrauter Umgebung. Am Tag der Eröffnung erschien ein seltsamer Vogel im Hintergrund der Tagesschau und eine fremde Hand, scheinbar aus dem Off, berührte fast das vertraute Gesicht der ARD. Ich komme jetzt, das war sozusagen mein Beitrag, in diesem Fall die Zusammenarbeit mit einer großen Gruppe. Das heißt, ich habe das Projekt visuell begleitet, aber in dem Sinne nicht außer einem Titel und der Titelsetzung. Ansonsten die Erscheinung der Ausstellung nicht eingegriffen. Jetzt möchte ich gerne zu einer Ausstellung kommen, wo tatsächlich die Zusammenarbeit mit einer Kuratorin wesentlicher Kern war. Und zwar ist es eine Ausstellung mit der Kuratorin Barbara Steiner, jetzige Leiterin des Kunsthaus Graz in Slowengradec in 2015. Man sieht das Museum hier. Das ist das Museum für zeitgenössische Kunst. Rechts das Plakat. Das Projekt war im Rahmen des EU-Projektes Performing the Museum. Und unsere Aufgabe oder unser Ausgangspunkt war von diesem Museum die Sammlung, warum das Museum überhaupt entstanden war, in der Peripherie, in der jugoslawischen Peripherie, dass dort ab dem Jahr 1965 bis 85 fünf internationale Ausstellungen zusammen mit der UNO, alle unter dem, ich sag mal, Überbegriff oder Thema des Friedens oder der Völkerverständigung stattgefunden haben. Die erste war tatsächlich international ziemlich beeindruckend aufgestellt und aus diesen Ausstellungen ist eine sehr eigenwillige Sammlung entstanden und mit dieser Sammlung haben wir uns beschäftigt. Man sieht hier, das ist das Direktorinnenzimmer, das sind die, jetzt sage ich vier Kataloge, es sind vier Kataloge von diesen internationalen Ausstellungen. Der erste links ist eine vorher im Jahr 1965, das war allerdings nur eine jugoslawische. Genau, im Fokus stand die eigenwillige Sammlung des Hauses und sie wurde eben vor allem aus diesen vier internationalen Ausstellungen bestückt. Wir hatten im Grunde drei verschiedene Quellen, auf die wir zugreifen konnten, eben diese Kataloge, die im Grunde die Ausstellungen repräsentierten. Zu der Zeit gab es auch noch nicht wahnsinnig viele Fotografien und wenn, dann waren sie eigentlich nur von Leuten und nicht von Kunst oder von der Ausstellungssituation, sondern nur von irgendwelchen Politikern. Es gibt natürlich die Werke tatsächlich in der Sammlung und dann gibt es natürlich das Archivmaterial, also wenige Fotos, aber Korrespondenz. Das waren unsere drei, ich sag mal, Ausgangspunkte oder Basen. Am wesentlichen oder die wichtigste Referenz waren vorerst mal die Kataloge. Man sieht jetzt hier oben links 1966 Peace, Humanity and Friendship Among Nations. Dann rechts 1975, Peace 75, UNO 30, Committed for Creative Art. 1979, links unten, For a Better World. 1985, For Peace, Heritage in Wood, Woodcut, Small Sculpture in Wood, Architecture, One Family House in Wood. Man merkt schon an den Themen oder an den Titeln, das ist so, ja, die hätten vielleicht damals auch gesagt Ultrafett, wenn es das Wort schon gegeben hätte. Das heißt, als erstes habe ich mir vor allem die Kataloge vorgenommen und sie formal und inhaltlich analysiert. 1966 ist ein reiner Abbildungskatalog und das Werk steht im Vordergrund, das ist alles schwarz-weiß. Teilweise sehr seltsam reproduziert, also schwierig, die Originale zu erkennen oder überhaupt eine Idee von dem Kunstwerk zu kriegen. 1975 hat eine starke politische Prägung. Es gibt sehr viele kritische Textbeiträge und auch die Kunstwerke, hier Daniel Beren, sind eher nicht im herkömmlichen Sinne auf Papier oder sind auch viel objekthafter. 1979 ist thematisch in Kapiteln aufgebaut und hat vor allem soziale Aspekte und auch Aktionen im Vordergrund. Das heißt, es ist ein extrem ein dokumentarischer, also man sieht eigentlich fast keine Kunstwerke, sondern nur Dokumentationsbilder. Und 1985 war schon so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, nicht mehr ganz so international, auch ein bisschen harmloser. Da ging es um Holzbauten, soziales Wohnen und irgendwie wieder so ein bisschen back to nature, könnte man sagen. Und hier kam schon der erste interessante Bruch zustande.
zum Thema Holz. Nämlich es wurden bei der letzten Ausstellung extrem viele Werke aus der Sammlung wieder mit reingenommen unter dem Thema Holz, Holzschnitt, obwohl sie eigentlich Linolschnitte waren. Das heißt, dort sind wir als erstes auf einen tatsächlichen Bruch in der Geschichtsschreibung gestoßen, dass einfach ganz viele Werkangaben umgeschrieben wurden, damit sie in dieses Thema reinpassten. Daraufhin war relativ schnell auch dieser Titel klar, Collection Reversed, Ruptures and Transformations. Also es sollte sozusagen darum gehen, was in so einer Sammlung über den Lauf der Zeit eigentlich, was da eingeschrieben wird, was verändert wird und wo die Brüche stattfinden. Und dieser Fall war auch nicht der einzige Bruch. Das ist ein relativ komplexes Projekt, deswegen werde ich jetzt nur einen weiteren Bruch vorstellen. Und zwar ist das eben die Fallstudie zu Daniel, also wir haben es dann Fallstudien genannt, wir haben pro Jahr eine Fallstudie. Daniel Buren, man sieht hier, seine Arbeit war eine Fahne als Objekt im Außenraum. Und interessant, auch ganz präsent im Archiv zu einer Jubiläumsausstellung, so eine Kappa-Reproduktion hängt dort. Also die ursprüngliche Situation, in der die Fahne zusammen mit anderen Fahnen das Museum einrahmt und sich als freier Gebrauchsgegenstand zeigt und somit natürlich auch das Verständnis des Künstlers repräsentiert. Und dann einen Raum weiter im Depot findet sich auf einmal diese Fahne eingerahmt als Bild und zur Flachware reduziert. Und das weiß auch kein Mensch, wann das passiert ist. Das ist einfach so. Da gibt es keine weiteren. Wir wissen auch nicht, bis heute nicht genau, ob Daniel Buren das weiß. Daraus entstand dann der Titel und alle unsere Brüche haben dann Titel From Framework to Framed Work. Und ich gehe jetzt kurz mit euch in den Ausstellungsraum, den ich euch gleich dann noch zeige, aber erst mal kurz. Es war dann das Anliegen, diese Case Studies in den Raum zu bringen und zwar jeweils sozusagen mit dem, was wir vorgefunden haben, also das, was jetzt sichtbar ist und dem Material, was wir dazu rausgefunden haben. Das heißt, was im Laufe der Geschichte umgeschrieben wurde und dann einfach für gegeben angenommen wurde. Die Fallstudie als Gegenüberstellung. Links sieht man den Original-Buren, wie er jetzt im Archiv ist. Und gegenüber das Archivmaterial und den Text, den wir dazu geschrieben haben und die Beschreibung der Case Study oder der Fallstudie, sowie in dem Falle auch nochmal diese Reproduktion, die da im Archiv hängt, um eigentlich auch, weil das ja auch ein Teil der Geschichte von diesem Museum ist. Jetzt nochmal zu den Voraussetzungen. Das ist der Ausstellungsraum in Slovengradec in seinem Normalzustand. Eine große Halle mit Schiebewänden und immer einer großen Leere in der Mitte. Das heißt, es hat fast so was Sakrales. Man kommt immer rein und ist erstmal ein bisschen erschlagen. Und das ist der Blick in die Ausstellung Collection Reversed, die Sammlung umgedreht. Oder auch hingelegt, ausgelegt mit denselben Stellwänden. Ein Layout der Sammlung als zentrale Wirbelsäule im Raum. Und die aufgestellten Wände in dem sonst sozusagen normalen Prinzip waren dann einerseits da, um die Kapitel zu tragen, aber andererseits, wir hatten natürlich doch auch tatsächlich ein paar gerahmte Bilder, die man eben nicht hinlegen kann, wie die Arbeiten, die man aus dem Archiv, aus den Zeichenschränken holt. Also es ging so ein bisschen darum, dadurch auch klarzumachen, so werden diese Arbeiten im Archiv aufbewahrt. Die hängen ja da nicht, sondern die liegen alle in Schub. Es war sozusagen der direkteste Weg, sie einfach aus dem Archiv zu holen und dort wieder auszulegen. Jetzt vielleicht kurz zu dem als Prinzip oder ein kleines Schema. Das ist sozusagen die Struktur des Raumes, was sehr hilfreich war. Wir haben 5 Jahre, das heißt, ich hatte genau diese Abschnitte zur Verfügung. Also die räumliche Gegebenheit hat uns sehr entgegengespielt mit unseren 5 Jahren. Und im Gegensatz zu vorher haben wir genau das Gegenteil gemacht. Wir haben alles von den Wänden reingeholt. In der Mitte, wir haben uns immer darauf verständigt, dass es die Fischstäbchen sind, die da rumliegen. Und haben sozusagen die Stellwände dran gezogen. Das heißt, man kann wirklich jetzt von oben auch sehen, es ist im Grunde wie eine Wirbelsäule mit Rippen. Und das war dann die chronologische Aufteilung. Man kam rein, hat erstmal einen kurzen Rückblick 1965, dann ist es im Grunde chronologisch und man läuft im Grunde einmal rum und wenn man wieder rausgeht, kommt man mal ganz kurz bei 2015 unserem Standpunkt raus. Zu dem Henry Moore sage ich jetzt nichts, weil das, wie gesagt, zu kompliziert ist.
Das ist nochmal die Gesamtansicht, dass wenn man reinkommt, wichtig war auch hier, dass man diese Konstruktion der Stellwände sieht. Also man sieht die Rollen, man sieht, dass diese ursprünglich als Stellwände gedachten Fischstäbchen umgelegt wurden. Und man sieht jetzt auch ganz gut, dass das im Grunde, das ist die Sammlung, von der wir ausgehen. Dann docken wir an mit Beschreibungen, Textmaterial und unsere Case Studies sind dann jeweils sozusagen in den Wandkojen an der Seite. Auch nicht nur aus Budgetgründen, sondern auch aus konzeptionellen Gründen. Wir haben eigentlich nur mit vorhandenem Material dieser Ausstellung gearbeitet. Die ganzen Arbeiten liegen unter Gläsern. Das sind Gläser von den Standardrahmen, die jedes Museum zur Verfügung hat. Das heißt, wir haben einfach alle Standardgläser genommen und natürlich darauf geachtet, dass Arbeiten nicht verletzt werden darunter. Aber wir haben einfach nur die Arbeiten im übertragenen Raum, Glas drauf und fertig. Die Beschriftung liegt außen vor. Rechts sieht man, jedes Kapitel hat seinen eigenen Katalog als quasi auch Exponat mit drin. Die sind fotografiert in der Vogelperspektive, als Objekt tatsächlich. Man sieht dann aufgeschlagene Bücher, weil im Grunde bei 1979, als ich vorher sagte, es gab kaum Kunstwerke. Also haben wir eigentlich den Katalog reproduziert und ausgestellt. Links ist 1966, da sieht man viele Papierarbeiten. Und hier ist links jetzt nochmal 1985, wo wir im Grunde sozusagen die Werke, also wir haben ihnen wieder ihre ursprüngliche Materialität zurückgegeben und haben aber trotzdem teilweise, weil sie schon 1966 oder 75 dabei waren, das auch nochmal mit aufgenommen. Wichtig ist hier eigentlich, dass die verschiedenen, auch wieder eine Grammatik, also dass man genau überlegt, was kann was, der Standardrahmen, das Glas schützt, aber ich kann auch auf das Glas was aufbringen, das heißt, das ist eine andere Ebene. Also Originalfotos, sieht man jetzt hier vielleicht rechts, haben wir wieder unter das Glas getan, das sind auch die Standardrahmen. Dort ist die Betextung, teilweise eben auch Reproduktionen. Oder tatsächlich Scans, wenn es darum ging, den Text unmittelbar in seinem originalen Zusammenhang lesen zu können. Und hier jetzt noch, was nicht ganz zu einem Spezialfall geworden ist, das war von Orlowski, der einen sehr entzückenden Brief geschrieben hat, den ich im Archiv gefunden habe. Weil wir haben ihn im Katalog von 1966 einfach nicht gefunden, obwohl er auf der Liste war. Das lag aber daran, weil die in der Produktion vergessen hatten, das Werk zu betiteln. Und deswegen ist das Werk abgedruckt, aber der Titel nicht. Deswegen haben wir ihn auch nie gefunden. Für uns war das erstmal so eine Verwunderung. Dann habe ich diesen Brief gefunden, den man oben sieht, rechts, wo er eben ganz freundlich darum bittet, also sicher auch aus einer Zeit, wo Künstler noch keine Manager hatten, das doch zu korrigieren. Aber das sind dann so kleine Momente, die natürlich einfach auch dieses Zusammenarbeiten, und das ist vielleicht auch wichtig. Ich bin zwar die Gestalterin in dem Prozess gewesen und Barbara die Kuratorin, aber es ging wirklich um einen kollektiven Prozess. Und am Ende haben wir beide gesagt, ich bin die Co-Kuratorin und sie ist die Co-Gestalterin. Weil man genau solche Sachen nur gemeinsam entdecken, entwickeln und dann auch sozusagen in den Ausstellungsraum übersetzen kann. Genau, und das ist ein erläuternder Text zu dem Konzept der Ausstellung. Und da sieht man auch nochmal rechts, das ist vielleicht ganz schön. Das ist basiert auf dem Logo von dem Museum. Und aus diesem ganzen Projekt hat sich jetzt ergeben, dass, weil alle Künstler vorher ihre Arbeiten dem Museum gespendet haben, dass ich die Überarbeitung des Signets dem Museum sozusagen spende, als quasi, vielleicht auch, um mal die Brücke zu schlagen zur Kunst. Also nicht im Sinne, weil ich Künstlerin bin, sondern einfach, um diesen Gap mal aufzulösen und grundsätzlich einfach von visueller Kultur auszugehen. In der Ausstellung geht es vor allem um Dinge in Verhältnis setzen. Ich habe auch ganz kurz die Ökonomie angesprochen. Und ist noch gut mit der Zeit? Ist fast... Dinge in Verhältnis setzen, ökonomische Aspekte, Bedingungen, Voraussetzungen, unter denen wir gestalten. Das ist auch immer das Ökonomische. Also es geht immer um Geld, um den Schotter, um die Kröten. Und weil Geld für uns alle wichtig ist, habe ich ein bisschen Geld mitgebracht. Und ich möchte euch einfach kurz dazu was vorlesen. Es gibt immer ein Märchen. Es war mal ein Stück Papier. Es gibt ein Manifest. Dieses Geld hat keine Angst. Dieses Geld bricht keinen Streit vom Zaun, würde aber, wenn es nötig ist, sehr gute Argumente finden. Und die Tatsache oder die Frage,
Welcher Epoche gehört diese Geschichte an? Dieses Geld hat keinen Vorgesetzten. Dieses Geld lernt aus der Geschichte des Geldes. Das Märchen, ich bin der Narr, der das Geld hinauswirft, ohne Hoffnung, es je wiederzubekommen. Ich bin der Zauberer, der alle Schulden für getilgt erklärt. Die Tatsache, Quark, sagt die Kröte. Und das war so, als wenn wir Menschen Ach sagen. Dieses Geld ist ein Märchen. Dieses Geld arbeitet nicht und ist dennoch aktiv. Ich bin der, der aus jedem Geldschein Frieden macht. Thank you. Dieses Geld funktioniert nicht. Aber dieses Geld ist für alle da. Es manifestiert Werte, die mehr als nur ein Wert sind. Es erzählt ein Märchen oder mehrere, welche nie an Gültigkeit verlieren. Und es berichtet von Tatsachen, zum Beispiel eine wirklich üppige Finanzlandschaft, in der wir leben. Dieses Geld erscheint in drei Sprachen, Italienisch, Deutsch und Englisch. Und dieses Geld ist in Sachen Mehrwert unterwegs. Und dieses Geld weiß perfekt zu kollaborieren. Das ist eine Aufnahme vom letzten Abend in der Deutschen Akademie Villa Massimo in Rom von der Autorin Heike Geißler, mit der ich sehr oft kollaboriere. Und wir haben Geld gedruckt und allen zur Verfügung gestellt. Und dieses Geld hat eben diese Geschichten. Und es ging an dem Abend darum, dass es umsonst ist. Du sprachst gerade vorhin von umsonst, wie schwierig es ist, wenn etwas umsonst ist und wenn es dann auch noch Geld ist. Und das Entscheidende ist hier, dass es 24... Es sind Druckbögen, habe ich auch welche mitgebracht, die hängen im Hintergrund. Und es sind 24 Scheine, wo jeweils immer ein Stück Märchen, ein Manifest auf Deutsch und Italienisch und eine Tatsache, ein Fakt geschrieben steht. Und es war das Schwierigste an dem Abend war, den Leuten zu erklären, dass sie von jedem Schein einen nehmen. Das ist keine zusammenhängende Geschichte, oder eben doch, es gibt viele Zusammenhänge, aber eben nicht einfach nur einen Stapel, weil sie damit nur einen haben und nicht das Gesamte. Insofern kann man in diesem Projekt sagen, dass die Gestaltung hat zwar in dem Schein, und es ging um den Text, den wir gemeinsam geschrieben haben und so weiter, aber das Entscheidende ist eigentlich die Frage der Veröffentlichung. Was mache ich jetzt mit diesem Geld? Jetzt habe ich so viel mit dabei, weil wir das noch brauchen, weil wir noch eine Endpräsentation in Berlin haben von dem Projekt und nicht so viel drucken konnten, weil die Villa Massimo uns nicht so ein großes Budget gegeben hat, um Geld zu drucken. Aber wie macht man das? Was macht man mit Geld? Versucht man damit zu zahlen? Und es hat sich herausgestellt, dieses Produkt von Gestaltung macht nur Sinn, wenn man darüber spricht und wenn man gemeinsam sich darüber unterhält oder wenn man sich gegenseitig vorliest. Es ist im Grunde, es ist zwar gestaltet, aber die Gestaltung fängt eigentlich erst im Gebrauch an. Genau, das sind die Druckbögen. Man sieht es. Die Druckbögen waren eben auch Teil der repräsentativen Ausstellung. Das Ganze heißt Manifest Manibucate, verschwenderische Hände, in Rom, in der Wiege Europas. Vorder- und Rückseite. Und alle Ziffern sind auf den Bögen wie auch auf den jeweiligen Scheinen übereinandergelegt, also von 0 bis 9. Das heißt, es ermöglicht jede mögliche Einheit oder jede Währung. Es ist eben Geld für alle. Jetzt muss ich hier rüber. Herzlich willkommen. Ihre heutige Frage lautet: Dürfen Reste bleiben? Was wollen Sie tun? Bestellen oder weiter zu persönlich? Herzlich willkommen. Ihre heutige Frage lautet: Haben Sie für körperliche oder seelische Beschwerden keine Zeit? Was wollen Sie tun? Bestellen. Herzlich willkommen. Ihre heutige Frage lautet: Wozu haben Sie keine Meinung? Herzlich willkommen. Ihre heutige Frage lautet: Sollten Sie sich erst an Ihre eigene Nase fassen? Was wollen Sie tun? Bestellen oder weiter zu persönlichen Fragen? Haben Sie heute noch viel vor? Wie spät ist es? Sind Sie in Eile? Sitzen oder stehen Sie? Haben Sie ausreichend Platz für Antworten?
Sind Sie gerade allein? Haben Sie lange gewartet? Wie war es dort, wo Sie bis vor einer Stunde waren? Sind Sie froh, dort zu sein, wo Sie gerade sind? Vielen Dank, ich bin sehr froh, heute hier zu sein. Das ist auch ein Projekt mit Heike Geißler. Das gibt es als Hörspiel, als Website und als Hefte. Und auch hier, 10.000er Auflage gedruckt, wird aber nur persönlich übergeben. Ich habe einige Exemplare dabei, nicht genug, aber man kann mir auch schreiben und ich schicke sie persönlich zu. Vielen Dank.